Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es ihm? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist 13. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Brottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. So, dann ab noch ab Hogsmeade. Hogsfield. Ah, Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Brottle? So, da sind wir auch schon. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Mega-Power-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Ah, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei Ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh,
wie viel Spaß wir hatten, wenn Sie und Ihre Freunde uns besucht haben, wie Sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. So, da können wir eigentlich auch gut zu Fuß hin. Denn vielleicht sehen wir ja noch irgendwas Spannendes. Da oben haben wir schon die erste Kiste. Die sahen auch schon mal besser aus. Hier haben wir noch ein bisschen Mondstein. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brottle erwähnt hat. So, ging doch easy. Mrs. Brottle die Horklumpe gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Vielleicht finde ich dort ja noch mehr. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Revelio. Komm, trink! Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier nichts übersehen. Und genau wie ich das gesagt habe, habe ich was übersehen, nämlich. Dass wir hier wieder so giftige Ratten haben. Und habe total übersehen, dass die da sind. Also, macht nicht den gleichen Fehler. Und ihr habt eh gesehen, einfach da hinten. Diesen Kelch anzünden, dann bleiben die Ranken weg von euch. Revelio. So, ich habe jetzt einen Brief übersehen. Oder der ist erst unten. Das könnte natürlich auch sein. Ne, hier geht's mal rauf. Revelio.
Blödsinn. Hier sind wir hergekommen. Und vermutlich sind die Briefe eine Ebene tiefer. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn abwehren. Gut, dass hier so viel Zeug rumsteht. Jetzt läuft es ja ganz gut mit dem Troll. Die alte Magie ist dann natürlich auch ziemlich praktisch. Das war's, wir schnappen uns noch den Trollpuppel. Jetzt werden wir uns hier noch kurz umsehen, ob wir für den Troll nicht vielleicht doch noch irgendwo eine Kiste bekommen. Wenigstens was. Aber hilft uns leider nichts. Ist schlechter als alles, was wir haben. Wir bekommen dafür wieder 60 Münzen oder 30. Hab nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, was eine grüne Ausrüstung wert ist. Rebellion. Da kommen wir aber rein. So, und eine Ebene höher sollte dann auch nochmal eine Kiste sein. Schauen wir mal, wie wir da raufkommen. Das müssen Sironas Briefe sein.
sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Tja, aber eine Kiste haben wir hier jetzt leider übersehen. Oder die ist draußen. Das kann natürlich auch sein. Die Kiste ist draußen. Ich würde sagen, dann verwenden wir hier mal unsere Flohflamme. Und beenden die Quest. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. So, ab zu Sirona. Quest abgeben und ich habe dann schon die nächste Quest im Kopf, die wir machen könnten. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte Ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand Ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird ihr sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen.